Hier ist die Alex Rusch Show. Für Unternehmer, Selbstständige, Führungskräfte, Vertriebsprofis und alle, die erfolgreicher werden wollen. Freuen Sie sich auf Alex S. Rusch. Schön, dass Sie auch heute wieder dabei sind bei der Alex Rusch Show. Ich habe wieder einige tolle Dinge für Sie vorbereitet. Dinge, die Sie motivieren, inspirieren, Ihnen neue Ideen geben. Und auch eine Überraschung habe ich heute auch wieder dabei. Nun, es gibt ein Poster von Napoleon Hill, das wir bei uns im Einsatz haben. Und dort drauf steht, jeder Nachteil lässt sich in einen zumindest gleich großen Vorteil verwandeln. Ich finde das ein extrem wertvolles, wichtiges Zitat von Napoleon Hill. Und ich kann Ihnen auch verraten, auch bei mir hängt dieses Poster sowohl im Homeoffice als auch im Büro in Lenzburg. Glauben Sie mir nicht? Ich zeige es Ihnen. Ja, meine Herren, ich denke, wir alle haben bestimmte Nachteile in unserem Leben. Sei es nun, dass wir zu wenig Geld haben, eine zu wenig gute Schulbildung, eine schlimme Kindheit oder irgendeine Behinderung oder was auch immer. Wir alle haben bestimmte Nachteile. Niemand ist perfekt. Niemand hat ein perfektes Leben. Und nun geht es einfach darum, dass wir diese Nachteile nehmen und daraus einen Vorteil machen. So nach dem Prinzip jetzt erst recht. Ich kann Ihnen eine kleine Geschichte erzählen von mir selber. Sie wissen ja, ich habe 1994 den Rusch Verlag gegründet, in einer sehr schwierigen Branche. Dann habe ich noch weitere Firmen gegründet, ebenfalls in schwierigen Branchen, wie zum Beispiel die noch erfolgreiche AG. Durch diese schwierigen Branchen war ich dann gezwungen, sehr gut zu werden im Bereich Marketing. Einer der besten, wie das viele Kunden sagen. Und warum habe ich das gemacht? Weil ich wollte eben erfolgreich sein. Ich wollte nicht aufgeben. Ich wollte die Firma zur Spitze der Branche führen. Und bin dann dran geblieben, habe jeden Tag Zeit und Geld investiert in meine Marketing-Weiterbildung und auch in die Anwendung von Marketing-Strategien. Durch diesen Nachteil wäre ich jetzt in einer einfachen Branche gewesen, wie zum Beispiel der Fahrerbranche. Dann hätte ich wahrscheinlich nur das Nötigste gemacht im Marketing, hätte dieses Know-how überhaupt nicht und wäre jetzt nicht einer der bekanntesten Marketing-Experten im deutschen Sprachraum. Und jetzt werfe ich Ihnen den Ball zurück, meine Damen und Herren. Schauen Sie mal bei sich selber, welche Nachteile haben Sie genutzt und daraus Vorteile gemacht. Ich bin sicher, Sie werden auch solche Sachen finden. Und wenn nicht, gibt es sicher ein paar Dinge, die Sie jetzt nehmen können als Nachteil und umwandeln können in einen Vorteil. Ja, meine Herren, Sie wissen, ich möchte eine coole Show machen. Ich wollte sogar mal den Titel wählen, die coole Alex Rusch Show. Aber wir fanden dann doch, dass das ein bisschen zu extrem ist. Und somit will ich immer solche Sachen einbauen, um Sie zu überraschen und auch Sie etwas aufzulockern, damit Ihnen jede einzelne Folge Spaß macht. Nun, schauen wir uns mal etwas ganz anderes an. Ende Dezember 2011 wollte ich noch etwas Geld spenden. Und wenn ich Geld spende, mache das meistens im Bereich Umwelt, weil ich bin der Meinung, Umwelt, das ist die größte Herausforderung für uns alle in der Gegenwart. Wenn wir da nicht aufpassen, dann passieren schlimme Dinge. Das heißt, es lohnt sich wirklich, einen großen Teil des Spendengeldes in Umweltprojekte zu investieren. Somit ging ich also ganz spontan auf die Greenpeace Schweiz Website Ende Dezember. Ich habe dort schon mal Geld gespendet, aber ich wollte ganz spontan das auch machen, ohne dass ich einen Zahlschein hatte. Und somit habe ich dann gesucht, wie komme ich zur Kontoverbindung und habe dann gemerkt, die Website ist zum Teil leider etwas unübersichtlich, etwas verwirrend. Es gibt zu viele Varianten und man findet sich nicht so richtig zurecht. Ich habe es dann zwar geschafft, habe dann Geld überwiesen, einen vierstelligen Betrag, aber es war schwierig. Und da habe ich mir auch überlegt, also auch für Greenpeace gibt es viel Verbesserungspotenzial. Auch Greenpeace könnte Videos besser einsetzen, könnte Audios einsetzen, könnte alles vereinfachen, denn Greenpeace hat ja eigentlich nur ein Hauptziel. Sie wollen Spenden generieren. Das heißt, man muss schauen, dass es für den Kunden, für den Spender einfach ist. Und dann auch ein paar Dinge eben so einbauen. Vielleicht wirklich so eine Art Schnellspendefunktion und dann ein gutes Video dazu, damit alles sehr einfach ist. Und ich denke, nicht nur Greenpeace hat dieses Problem. Alle haben dieses Problem. Wenn ich jetzt so Websites anschaue von unseren Kunden, von unseren Mitgliedern, da sehe ich einfach, fast jeder hat dort Baustellen, Verbesserungspotenzial. Man könnte Videos besser einsetzen, man könnte Audios besser einsetzen, man könnte alles übersichtlicher machen, man könnte die Angebote vereinfachen, man könnte alles
besser schreiben, übersichtlicher gestalten, Formulare verbessern und so weiter. Und dort liegt dann viel Geld. Man kann zwei, drei Dinge ändern und plötzlich hat man sehr viel mehr Umsatz und vor allem Gewinn. Und somit möchte ich jetzt auch Ihnen den Ball hier wieder zuwerfen, dass Sie mal einen Blick werfen auf Ihre eigene Website und schauen, was könnte verbessert werden. Weil man hat nie eine perfekte Website. Man muss einfach jeden Monat ein paar Dinge tun, um es zu verbessern. Jetzt kommt wieder etwas für Insider. Etwas, was niemand weiß. Noch nie habe ich darüber gesprochen. Niemand weiß es. Außer Ferris und ein paar ganz wenige Mitarbeiter. Und Sie werden es jetzt erfahren. Jetzt. Nämlich. Sind Sie neugierig, meine Damen und Herren, was nach dem nämlich kommen würde? Nun, es gibt bestimmte Informationen, die sind nicht für alle zugänglich. So diese ganz extrem geheimen Informationen sind eigentlich nur zugänglich für unsere Mitglieder, für unsere Teilnehmer der hochkarätigen Seminare und für die Käufer der hochkarätigen Erfolgspakete. Weil da weiß ich, dass es dann limitiert ist auf einige hundert Kunden und so kann ich dann auch sehr geheime Informationen, Insiderwissen weitergeben. Was ich hier jetzt nicht tun kann mit dieser Alex Rouge Show, hier kann ich Sie nur neugierig machen. Und ich denke, das wäre wahrscheinlich gelungen jetzt mit diesem Einspieler. Wenn Sie noch mehr darüber wissen möchten, über das, was ich hier gerade eingespielt habe, gehen Sie am besten auf www.firmengewinn.com. Es handelt sich dort um das Erfolgspaket, wie Sie Ihren Firmengewinn um 100-500% steigern. Eines unserer allerwichtigsten Erfolgspakete. Ein Erfolgspaket, das sofort tolle Resultate bringt. Das Schlusswort habe jetzt nicht ich, sondern ein Stammkunde von uns, nämlich Alexander Winkler aus Überlingen, Deutschland. Er ist mehr als möglich Coaching-Programm-Mitglied. Und er schrieb, der Rouge-Schlag hat in jedem Bereich hochinteressante Produkte. Ich bin begeisterter Stammkunde. Freue mich natürlich sehr, Herr Winkler, und ich bin sicher, viele von Ihnen sind auch Stammkunden, viele von Ihnen sind begeisterte Stammkunden, raving Fans, und vielleicht werden auch Sie mir mal schreiben. Ich habe ja auch hier ein Formular im Alex Rouge Institut auf alexrouge.com/feedback. Wer weiß, vielleicht werde ich ja dann in einer der nächsten Folgen dann mal Ihr Statement vorlesen. Und nun wünsche ich Ihnen allen weiterhin viel Erfolg. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Und meine Bitte zum Schluss noch, empfehlen Sie meine Show weiter. Besten Dank im Voraus.